Hallo, ihr Hübschen, ich wollte euch mal was erzählen. Ich habe mich ja auch nicht erzählt, ich habe da bei dem letzten Video erzählt, dass mich in zwei Online-Kongressen angemeldet habe, an der gleichen, also im gleichen Zeitraum, und das wirklich viel Zeit, ja, in Anspruch genommen hat, dass man auch alle Videos oder alle Beiträge sozusagen schauen kann oder konnte. Ich gebe zu, ich habe das eine oder andere irgendwie verpasst, weil entweder war ich zu müde oder es war irgendwie, ja, irgendwie war die Zeit halt da etwas verwirrt oder wie auch immer. Andererseits ist es vielleicht auch richtig so gewesen, finde ich. Also ich meine, die Videos, die ich gesehen habe, besser gesagt, die Beiträge dieses Kongresses, also wovon ich jetzt rede. Ich habe mich angemeldet bei den Sexualitätskongress, so von Manuela, ich weiß jetzt nicht den Nachnamen, aber ist ja halb so wild. Ich verlinke euch das. Wem das interessiert, der kann sich das einfach mal via Internet anschauen. Das Kongress ist übrigens schon zu Ende. Ich hatte jetzt nicht noch irgendwie versucht, dafür noch Werbung zu machen, weil sie hatten ja genügend oder reichlich Leute, die sich das angeschaut haben, erstens. Und zweitens, ja, war mir auch irgendwie, ja, ich hatte halt was anderes zu tun. Aber ich wollte mich einfach darüber mal äußern und mich nochmal so via Video bei den ganzen Damen und Herren bedanken. Denn da war ja einiges bei, sag ich mal, für mich auch sehr aufschlussreich, sag ich mal. Und auch sehr spannend. So habe ich auch weniger mal über solche Sachen gedacht. Aber es gehört ja eigentlich alles dazu. So. Das wollte ich ja mal gesagt haben. Oh, so. Ja, das war's erstmal. Mehr ist auch weniger dazu zu sagen, weil jeder ist es, jeder seins. Da soll sich jeder seine Gedanken dazu machen, sein Herz, sein Gefühl, wie auch immer, seine Inspiration, wie auch immer. Ich wünsche auf jeden Fall viel Freude dabei, sich da irgendwie weiter schlau zu lesen oder zu schauen, wie auch immer. Ja. Und wünsche euch eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Ciao.